Der berühmteste Rennfahrer, den die Schweiz je hatte. Joe Siffert. Er fährt Bergrennen, er fährt 24-Stunden-Rennen, Preisrennen in Amerika, Formel 1. Joe Siffert gewinnt in allen Kategorien, zieht die Menschen in seinen Bann. Er wird zum Star der 60er Jahre. Ebenso erfolgreich ist ein Zeitgenosse von ihm, Jean Tinguely. Er wird für seine Kunst verehrt. Jean Tinguely liebt die Provokation. Er hat es damit zu eigenen Museen gebracht. Als begnadeter Selbstdarsteller vermarktet er seine Kunst erfolgreich. Mit seinen lärmenden Maschinen wird er weltberühmt. Jean Tinguely, der Meister der sinnlosen Bewegung, und Joe Siffert, der Meister der sinnlosen Geschwindigkeit. Die Geschichte einer besonderen Freundschaft. Joe Siffert und Jean Tinguely. Zwei Weltstars aus der Schweizer Provinz. Aus Fribourg, Freiburg, der zweisprachigen Stadt am Sahnegraben. Oktober 1971. In Freiburg findet eine Beerdigung statt. Es ist eine der größten, die die Schweiz je erlebt hat. 50.000 Menschen sind gekommen. Die Schweiz trauert um ihren jungen Helden, um Joe Siffert. Er ist bei einem Autorennen verunfallt. Er war erst 35 Jahre alt. Joe Siffert. Um den Freiburger Autorennfahrer trauert auch Jean Tinguely, der lebenslange Freund. Der Mutter von Joe Siffert versucht er Trost zu spenden. Er schreibt ihr einen Brief. Chère Maman Siffert, armer Joe, wir alle sind erschüttert, niedergeschlagen. Ich fühle mit Ihnen, umarme Sie. Ich wünsche mir so sehr, dass das nicht passiert wäre. Ich würde Ihnen gerne helfen, dieses Drama zu ertragen. Von diesem Helden, Ihrem schönen Kind, den wir nie vergessen werden. Ich umarme Sie, Jean Tinguely. Unsere Freundschaft beruhte auf einer Art Seelenverwandtschaft. Er war sehr sensibel und liebte die Poesie. Joe Siffert hatte Sinn fürs Absurde, für den Aberwitz. Wir standen uns nahe. Unsere Arbeit hat etwas Gemeinsames. Das Unnütze, Sinnlose, etwas Verrückte. Erinnerungen an eine ganz besondere Freundschaft. Der schreckliche Unfalltod des Freundes bringt Jean Tinguely nicht vom Rennzirkus weg. Die Faszination für die schnellen Maschinen bleibt. Zu Hause in Nerü bei Freiburg sammelt er Schrott von Rennautos. Schon seit über 30 Jahren besuche ich Grand Prix. Dafür mache ich alles. Ich gehe an die Grand Prix zu Fuß, auf den Knien, mit dem Velo, per Autostopp. Ich habe halb Europa durchquert, nur um einen Grand Prix zu sehen. Bis an sein Lebensende besucht Jean Tinguely Formel-1-Rennen. Es ist vielleicht primitiv, ich weiß nicht, das ist sowieso nicht. Es ist reine Poesie und es ist ein totales Gedicht. Beim Grand Prix in Monaco hat Tinguely seinen Lieblingsplatz. Steht immer an der gleichen Kurve, lässt sich inspirieren. Er kann es nicht lassen, eigenhändig Bestandteile für seine Skulpturen einzusammeln.
c'est un objet ramassé, volé et trouvé. Sehr schön, sehr schöne Farbe. Nicht? Und da sieht man die wunderbaren Materialien neu. Die Carbonfiber, die sind backen, kocht in steinhart. Das ist sehr schönes Rot und Unis ist ein schönes Wort. Unité, Einheit. Nicht? Was Jean Tinguely damit macht, sieht man hier. Die hochgezüchteten Boliden verschmelzen in Tinguelys Kunst. Paul Widmer hat Tinguelys Faszination für Autorennen nah miterlebt. Ende der 60er und in den 70er Jahren war er Assistent von Jean Tinguely. Der Formel-1-Wagen ist die schönste Skulptur, die es gibt. Da war er immer sehr neidisch. Und wenn er das gesehen hat, die Technik und die Dynamik, die so ein Rennauto hat, dann war er immer am Ende, war meistens die Rennphase vorbei gewesen, dann war er sofort ins Atelier gearbeitet, wie verrückt. Ja. Es ist ihm gar nicht so darum gegangen, eben die Boxengasse und das Ganze drum und dran. Ihm ist darum gegangen, um Geräusch und um einen Geruch. Und um Geschwindigkeit, dass er den Gummi geschmückt hat und dass er die Motoren gehört, sausen. Und der ganze Lärm, das war ihm sehr wichtig. Also wichtiger als der ganze Zirkus am Formel 1, hat ihn das fasziniert. Joe Siffert verkörpert alles, was Jean Tinguely am Rennsport liebt. Ästhetik, Geschwindigkeit, Maschine, Mechanik, Lärm und Todesmut. Die Freundschaft mit dem Rennfahrer ermöglicht es Jean Tinguely, ganz nah an den Rennzirkus heranzukommen, Teil davon zu werden. Trotz all seiner Erfolge bleibt Joe Siffert ein einfacher und umgänglicher Mensch. Er nimmt sich Zeit für seine Verehrer, kennt keine Starallüren. Die Formel-1-Fahrer der 60er Jahre sind Helden und spielen mit ihrem Leben. Sicherheitsvorkehrungen gibt es kaum. Jedes Rennen kann das letzte sein. Die Fahrer immer am Limit. Die Autos, fahrende Benzinbomben. Das Publikum, hautnah am Pistenrand. Denken Sie an die Gefahren bei den Rennen? Nein, an die Gefahren darf man jetzt gar nicht denken. Das bringt nichts, sonst müssen Sie aufhören. Nein, an Tod und Risiko denke ich nicht. Meine Kollegen denken auch nicht an die Gefahr, an den Tod. Wir denken nicht einmal daran, einen Unfall zu haben. Der Fernsehjournalist Jacques Deschenaux ist Formel-1-Experte. Er hat die Biografie von Joe Siffert geschrieben. Sein erstes Geld hat er mit Zeitungsartikeln über den Rennfahrer verdient. Siffert war sein Held, wurde sein Freund. So kam er ihm sehr nahe. Er hat nicht viel über den Tod geredet. Im Haus des Gehängten redet man ja auch nicht über den Tod. Er wusste, dass er große Risiken eingeht. Wenn er einmal über Sterben redete, dann waren das immer sehr berührende Momente. Einmal war er sehr traurig. Da sagte er nur, ich sollte mal mein Testament machen. Aber sonst sprachen wir nicht über den Tod. Wir liebten das Leben. Über den Tod versuchten wir zu spotten. Aber tief in uns drin hatten wir doch immer Angst. Der Tod ist in den 60er Jahren auf der